Ach, hier kann ich nicht, mit links hier. Ja. War nicht auch was? I won't talk for free. Das heißt, man muss euch hier ein bisschen was. Ja, gib ihr mal ein bisschen Geld. Was sagt ihr denn so? Go way up. The mountain ahead. The mountain ahead. Dafür 20 Rupien, also das ist schon. Ja, eben, was sind das für. Was ist das für ein Trick? Okay, wenn man es nicht weiß, dann hilft das vielleicht schon, ne? Was sagt ihr, wenn du 5 Euro da abgibst, sagt dir gar nichts Gescheites, oder? Wahrscheinlich, dass sie mehr haben will. Ja, genau. Gib mir mehr Geld. So, wo gehst du jetzt lang? Herz kommt hier noch hin. Ja, aber wieso gehst du da lang? Wieso nicht links? Hä? Wieso machst du einen Umweg? Ist das nicht unten, ne? Nein, du kannst doch hier links. Wir reden rüber. Wir reden schon vom gleichen, oder? Ich wollte den hier holen. Ach so, den wolltest du zuerst mal. Okay. Sorry, Leute. Den letzten, den man auf der Oberwelt kriegen kann, genau. Das kennen die Zuschauer nämlich auch noch nicht. Gute Idee. Ja, da muss man den richtigen Busch burnen. Und zwar ist es genau hier in dem Bildschirm? Nein. Doch, das war denn im Bildschirm. Das ist ja nur ein Busch. Hä? Auf dem NES sind die lauter Büsche, ne? Ja, stimmt. Hier ist es voll einfach. Also tatsächlich, auf dem normalen Originalversion gibt es hier mehrere Büsche. Ja. Aber jetzt habt ihr gesehen, falls ihr die normale Version spielen werdet, dann seht ihr, das ist der vierte Busch von rechts oder so, von rechts aus gesehen. So, jetzt haben wir den Busch auch. Auf geht's zum magischen, magisches Schwert erstmal. Ist ja sowieso beides. Ja, ist ja beides nebeneinander. Man kann, es gibt das zwei Möglichkeiten hat man, soll man vielleicht, warte mal. Soll man nicht die schwierigere Version zeigen? Über die Lost Woods? Gehen wir erstmal da lang, komm. Damit die Zuschauer das auch mal gesehen haben. Eh noch nicht so oft, aber da würden wir halt zu Level 7 auch hinkommen. Level 6 und Level 7. Ja. Eigentlich nur zwei Bildschirme auseinander. Das stimmt. Aber zu Level 7 ist trotzdem ein anderer Weg. Ich wollte jetzt eigentlich diese versteckten Geheimnisse in den Lost Woods zeigen. Da gibt es nämlich einen Trick. Warte mal, mach mal den Busch da auch frei. Welchen? Den eins drüber, da gab es doch nur einen Busch. Mhm. Das ist auch lustig, dass hier echt ein einziger Busch ist, weißt du schon. Das kann man ja gar nicht machen. Das sind ja auf dem NES, in der Originalversion, sind ja überall Büsche hier eigentlich. So, was ist hier? Der verkauft dir... Man kann sogar Herzchen kaufen. Ja, kauft dir mal ein Herz. Hä? Das haben wir doch schon gehabt. Ja. Das haben wir zweimal. Kann man das in der NES-Version nochmal kaufen, wenn man den einmal hat? Nee, oder? Ja, schon, oder? Also in der Originalversion, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn man den einmal hat. Ich glaube, wenn man den einmal hat, geht's gar nicht mehr. Na gut. Also, wir nehmen jetzt den etwas längeren Umweg, nur damit wir euch mal auch diesen Pfad zeigen. Man kommt nicht auch ohne Leiter dahin. Also, wenn man noch keine Leiter hat. Allerdings würde ich schon empfehlen, erst dahin zu gehen, wenn man die anderen Gegenstände auch schon eingesammelt hat. Hier ist auch ein Secret. Ja. Ich glaube, hier darfst du 100. Ja, hier kriegst du 100 Gold, ne? 100 Gold, Geld, Euro, was. Rupien, was auch immer. Hier kriegst du. Du kriegst 100, jawohl. So, Rupien. Und jetzt eins Rupien. Nach links. Ne, du bist schon richtig gewesen. Indische Rupien, oder? Es ist von den indischen Rupien übernommen worden, also Rupies. Echt? Ja. Weil das Shigeru Miyamoto am passendsten fand. So, einmal links. Entschuldigung, einmal nach oben gehen. Dann links. Ich lass mal einen übrig, damit das nicht so schwer ist. Oder gar keinen übrig. Ja. Also, hier kommt man nur durch, wenn man diesen Weg folgt. Einmal nach oben. Einmal nach links. Einmal nach unten. Und dann nochmal nach links. Und dann kommt gleich ein Secret-Geräusch. Dann kommt man auch nämlich hier auch durch. Und wenn man hier dann nach oben geht, ist man auch wieder am Friedhof angelangt. Um das magische Schwert einzusammeln. Das haben wir ja vorhin schon mal gesehen, wo es war. Noch ein Bildschirm höher, genau. Und hier ist es. Ich glaube, der dritte ist das dritte von oben. Oder da. Oder mit, ja, der, in der Mitte, ja. Wir kommen stronger.
Du wolltest doch vorlesen, oder nicht? Ja, ich so. Jetzt, jetzt haben wir das magische Schwert, Leute. Damit muss man die Gegner nochmal seltener treffen. Obwohl, der Geist ist schon widerstandsfähig. Ja, den muss man aber ohne magisches Schwert noch öfter treffen eigentlich. Ja. Das ist gar nicht das magische Schwert. Das magische Schwert ist das zweite und das ist der. Nee, das ist das weiße, das zweite. Das ist schon das Magical Sword. Das ist ja das Masterschwert eigentlich. Nee, Magical heißt es hier. Das ist der zweite. Nein, das ist das weiße, das zweite. Das ist weiß und das ist. Genau, und das ist der Magical. Wir haben das Masterschwert jetzt, oder nicht? Weil das Magical Sword. Es gibt kein Masterschwert. Das Masterschwert gibt es nur beim dritten Teil. Stimmt, ja. Oh, die Wizzrobes. Wizzrobes sind in Action. Die haben ja Hüte. Ja. Anstatt Umhang. Ja, Umhang haben sie auch. Oder sind die nackt? Zum Glück nicht. Aber die haben halt die Hüte, sieht man hier besser in der Originalfassung, ja. Da haben sie gar keine Hüte gehabt. Aim for the Eye of Goma. Das soll ein guter Tipp sein, oder? Ja, natürlich. Wenn man nicht weiß, wie man den besiegen soll. Aber eigentlich sehr, nicht, recht aber logisch, weil er ein Riesenauge hat eigentlich. Aber das ist trotzdem... Das ist eigentlich ein guter Tipp, weil eigentlich ist es schon ein guter Tipp, aber man sieht Goma mit einem Riesenauge, das heißt, da ist eigentlich ganz klar, dass man da drauf schießen muss. Aber ich bin gespannt, wie der hier aussieht. Mhm. Vielleicht hat er hier gar kein Riesenauge. Wär aber ungewöhnlich. Riesennase oder was? Riesennase oder was? Ja, vielleicht hat er eine Riesennase. Dann würde aber der Tipp keinen Sinn machen. Nee, also natürlich ist es ein guter Tipp, aber keinen Tipp kann er mir geben, ohne dass ich ihn verschone. Also er wird trotzdem von mir immer abgeknallt. Hat der Opa, meinst du? Ja, oder der Goma? Egal was er sagt. Der Opa, beide. Darauf wollte ich hinaus. Er kann mir keinen Tipp geben, ohne dass er verschont bleibt. Aber einen hast du, glaube ich, verschont, oder? Ja. Da war ich mal gnädig. Das ist derjenige, der die Geschichten von die Legende von Zelda dann später erzählen wird, oder wie? Genau, dass ich ihn verschont habe. Naja, einen sollte man schon immer überleben lassen, damit er das erzählen kann, ne? Ui, das ist ein fieser Raum, ja. Fieser Raum, ja. Die fressen dein Schild. Kommen die blauen Augen, ja. Also die Geister, die da rumwabbern, die stun dich. Da kannst du dein Schwert nicht benutzen, die anderen fressen dein Schild. Und währenddessen fressen dich die Wildrobes auf. Du kannst die Schüsse nicht abwehren von ihm. Das ist schlimm. Ja. Ja, wenn die das Schild fressen, ja. Allerdings kann man hier das ein bisschen umgehen, indem man einfach mit dem Boomerang distant. Und dann kommen die nicht so nah ran. Ja. Aber ich wusste gar nicht, dass hier blaue und gelbe Wildrobes sind. Ja. Wusstest du das nicht mehr? Nee. Ich dachte, die blauen würden erst ab Level 7 kommen. Komm. Vor allem die blauen, die haben so eine Eigenschaft an sich, die kommen sogar in die Tür rein. Ja, aber die gelben nicht, ne? Nee. Aber die können dort erscheinen manchmal. Ja, das stimmt. Wir überwachen nur den Schlüssel. Entschuldigung. War mal so 3 Sekunden Abfall von mir. Mit dem magischen Schwert kann ich sie direkt vernichten. Sehr schön. Und dann gleich zweimal daneben geschossen. Wenn man sie auch trifft, dann kann man sie vernichten, ja. Was war das für ein Lachanfall? Jetzt werde ich hier andere Geschütze aufgezogen. Ja, so kann man den nämlich auch schon vernichten. Man kann auch hin und her switchen zwischen Bumerang und Bogen. Dann kann man den erstmal stunnen und dann mit dem Bogen den Rest geben. Und hier gibt es wieder eine Abkürzung zu einer anderen Stelle. Oder vielleicht auch die einzige Möglichkeit, um an eine andere Stelle hinzukommen. Ah,
Ja, immerhin gehen die jetzt mit einem Schuss schon down hier. Aber die müssen, trotzdem noch dreimal treffen, ne? Mhm. Trotz Masterschwert. Okay, magisches Schwert. Aber was ist hier? Hier ist der Endboss in der Gegend. Soll ich wieder zurückgehen? Nö. Ich habe den Gegenstand nicht. Kann man ja dann immer noch holen. Also meistens haben wir immer die Gegenstände zuerst geholt und dann die Endbosse gekillt, aber manchmal haben wir es auch einfach so gemacht, also. Und dann nochmal reingegangen, um den Gegenstand zu holen, ne? Hier würde ich erstmal nach unten gehen. Das ist auch schon eine ganz fiese Stelle. Eigentlich, wenn man rauskommt, kommen die blauen Wizards einem entgegen. Und diese komischen Stachelfallen, ne? Die Stachis. Da fliegt jetzt schon der Boomer. Mhm. Das ist eine fiese Stelle. Ja, weil die blauen kommen direkt auf einen zu und man kann hier auch kaum ausweichen, ne? Aber mit diesen, die wir eingeschaltet haben, ist das kein Problem. Hier gibt es auch nicht zu bomben. Bomben! Machen wir erstmal den Endboss platt, oder? Wenn wir schon da sind. Ui, schaut der aus. Ja? Hier sieht, hat er auch ein Riesenauge natürlich. Man kann aber sich aber immer wieder, wenn man sich in der Tür verzieht und einem, mit einem Bogenschutz. Ne, hol dir erstmal das Triforce. Und dann holen wir noch den Gegenstand zum Schluss. Also ausnahmsweise haben wir jetzt Level 6 zuerst beendet, aber wir holen noch den Gegenstand natürlich, damit wir alle Räume sehen. Das Problem ist, jetzt kommen alle Feinde nochmal zurück. Ach, ist doch nicht schlimm. Ich sehe gerade einen Raum da links, wo wir noch nicht waren. Die Karte haben wir auch noch nicht, schon. Mhm. Links oben waren wir noch nicht hier, ganz oben. Mhm. Die Wieselos können durch einen durchgehen, jetzt kannst du das auch machen, schon. Und dann bist du. Ja. Den Namen haben wir nicht vergessen, komischerweise, von den Viechern. Den haben wir nicht vergessen, ne. Den gab's ja auch in Teil 2. Disrobes gibt's in Teil 2 auch. Und das mit Reflektieren wäre die Schütze auch. Ja, mit Reflektieren konnte man die Schütze, mit dem Zauber reflektieren, konnte man die Schütze zurück reflektieren. Das war jetzt ein Satz, hä? So. Oh. Oh. Aber auch nur drei Köpfe, ne? Wir brauchen einen Gegenstand. Ja. Ja, drei Köpfe, der andere hat ja nur zwei. Ja, stimmt. Den vierten. Das heißt, die Köpfe wachsen. Werden immer mehr. Und es war auch nicht das letzte Mal, dass wir den gesehen haben. Kleiner Spoiler, ne? Hörst du das Geräusch? Ja. Hier sind auch Wieselos versteckt. Aber nach unten würde ich jetzt nicht gehen, weil da waren wir schon. Wieso ist das nicht hell? Was? Keine Ahnung, weil der Raum dunkel ist wahrscheinlich. Nee, nee, das ist kein Raum. Kannst ja, nochmal reinkommen, wenn du willst. Das hatten wir schon vorher schon einmal irgendwie. Nee. Merkwürdig. Vielleicht Grafikbug oder so. Grafikbug. Dieser neuen Version. Kann auch sein. Das war auf meinem ersten Fall nicht, ja. Nee. Eine Fähre. Unten war ich schon? Unten warst du schon. Dann geh ich oben. Bitte nach oben. Erstmal nach oben. Achso, oben. Ach, stopp. Ja, die erstmal. Ich hätte jetzt nicht vermutet hier.
Ne, ich auch nicht. Das war so eine leichte. Ich hab's nicht mehr gewusst, sagen wir mal so. Aber hier muss der Gegenstand sein, weil es schwer bewacht ist. Genau. Was gibt's hier für einen Gegenstand? Weißt du das noch? Mhm. Ich weiß es auch noch. Einen Zauberstab gibt's nämlich hier. Der aber noch recht nutzlos ist eigentlich. Der wird erst später besser, wenn man noch ein zweites Item dazu kriegt. Kannst du aber trotzdem mal benutzen, vielleicht für die Zuschauer. Einfach mal. Wie ihr seht, schießt es genauso wie die Wizropes. Aber das kann man nicht gegen die Wizropes benutzen. Lustigerweise. So, da haben wir noch hier ein paar Räume und dann haben wir den Level durch. Gibt hier schönes. Auch Wizropes wieder. Welche Gegner gibt es in Level 7, so die einzigartig sind? Oder die hauptsächlich da vertreten sind? Auch Wizropes, oder nicht? Gorilla. Gorilla ist okay. So die Hauptgegner, die bauen. Ja, ja. Aber die sind eigentlich recht easy. Gegenüber dem Wizropes schon, ja. Und gegenüber den Rittern. Deswegen fand ich den 6 eigentlich immer. Die Richter sind im 8. sehr weit. Ja, genau. Verstreut. Hier rechts bomben. Mhm. Bomben! Ich hab gesehen, dass da ein Riss in der Wand hat. Das heißt, man kann nur bomben. Ein Riss im Zeitkontinuum. Im Raumzeitkontinuum. Ist das hier? Ja, hier haben wir den Gegenstand geholt. Achso, und dann haben wir nicht gebombt oder was? Wir haben vergessen zu bomben! Im zweiten Durchgang kann man sogar durch Wände laufen. Mhm. There is a secret in the pond without a fairy. Ja, das ist der Hinweis auf Level 7. Stimmt. Denn Level 7 ist eigentlich recht tricky versteckt. Eigentlich Level 8 auch. Aber Level 7 ist schon eigentlich was wirklich sehr besonders gut versteckt. Und jetzt alles. Wir haben alle Räume, oder? Ja. Das heißt, dann gehe ich zum Anfang zurück. Ja. Guck mal auf den Joypad im zweiten. Wird dann das Mikrofon pusten. Ja, Leute, das war Level 6. Wir gehen jetzt nur noch zum Anfang. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es weitergeht, wo wir zu Level 7 gehen. Tschüss. Ciao.